Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires 2, The Age of Kings. Ja Leute, wir sind ja das letzte Mal hier in der Wüste angekommen. Unser Kaiser ist gestorben, da sollte seine Leiche in einem Essigfass drin sein. Kaiser in einem Fass, ah, super. Und die wollen wir als ehrenvolle Ritter, wollen wir unseren Herrn noch nach Jerusalem bringen, dass er wenigstens nach dem Tode sein Versprechen hält. Was meiner Meinung nach immer noch nicht ganz historisch ist, aber das ist egal. Und ja, wir sind da eigentlich uns frisch und fröhlich am Rumprügeln. Aufgereihte Einheit. Also die. Ja, lauf da mal irgendwie weg. Das ist jetzt irgendwie ganz blöd. Ui. Okay, alles klar. Ich sehe. Wir haben ein leichtes Problem hier. Das muss eliminiert werden. Wo sind unsere... Sind jetzt... Haben wir jetzt gerade... Nein, wir haben noch Infanterie. Wo sind die denn? Achso, die sind da am Kämpfen. Alles klar. Gut, 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 gut. Dann würde ich sagen... Wir brauchen wieder ein paar. Genau. Ah, ich werde sowas von dieser Funktion lieben. Also, 3, 6, 7. Das wird sehr knapp hier. Wo sollen meine teutonische Verstärkungsdruppe sein? Ich hätte mehr erwartet. Wo ist Barbarossa? Wir müssen das Beste daraus machen. Okay. Also zunächst mal dringendst. Dringendst. Genau, perfekt. Genau, und dann schön aufteilen. Perfekt. Perfekt. Ja, gigantisch. Ich würde sagen, haben die sogar geschlagen, die Jungs. Soweit. Cool. Alle mal zurück. Bogenschützen haben wir auch ein paar verloren, alles klar. Dann, Junge, du reparierst bitte. Dringendst. Naja, klick man. Und wir kaufen noch ein paar Steinchen, denn ich will das hier holen. Ah, nicht genug Nahrung, wieso denn? Ach Gott, was haben wir denn? Also, ja gut, die machen jetzt natürlich nichts. Aber... den ersten Angriff haben wir schon mal abgewehrt. Sitzt denn da hinten aus? Ah, unser Freund greift an jetzt seit neuestem irgendwie aus irgendeinem Grund. Wie finde ich das denn? Das finde ich doch auch ganz toll. Ihr kommt auch zurück. Ich bräuchte noch... Und ich bräuchte vor allem Infanterie. Würde ich jetzt mal sagen. Nahrung. Ach, die kosten Nahrung. Ah, das erklärt einiges. Uiuiuiui, die brauchen wir aber dringendst. Jungs und Mädels, es wird Zeit für Felder. Jetzt müssen wir umsteigen. Ohne Pausenfunktion ausnahmsweise, aber das muss jetzt sein. Das muss jetzt schnell erledigt werden. Gut. Wo läuft der denn jetzt hin? Angriff. Ich würde sagen, sowas von Angriff. Okay, aber jetzt halten wir. Genau, perfekt. Perfekt, zurückkommen. Da bitte noch einen weiteren.
Perfekt. Ja gut, ich würde sagen, das war doch gar nicht mal so schlecht. Okay. Ansonsten steht unsere Wirtschaft, die Wirtschaft ist, glaube ich, wirklich absolut in Ordnung. Da haben wir alles, was wir hätten haben können. Sollten jetzt auch ordentlich was an Gold kriegen, außer unser... Nö, die können da gut handeln. Da macht der Gegner nicht viel. Perfekt. Ja, wunderbar. Ah, ja, wir haben da... Alles klar. So, noch drei. Sehr gut. Sollen wir noch ein paar... Ja, kommt, holen wir noch ein paar. Wer ist das denn? Der Ritter Bogenschütze, alles klar. Oh, der wird auch einfach weggeschossen, passt. Das ist doch super. Hm, wir haben immer noch nicht genug. Schön. Ich würde sagen, wir kaufen wieder mal Steine. Das ist schon ein recht geiles Update. Also da kriegen wir plus 3 Reichweite beim Teuton für die Burgen. Und wenn es ein bisschen weiter oder ein bisschen früher beginnt zu schießen, ist es schon recht cool. Sind das zwei? Ah, da ist ein Paladin. Gegnerischer. Alles klar. Das tut nichts, der geht auch weg. Ja, der Gegner hat effektiv viele Reiter und Elefanten, so wie es aussieht. Ich würde sagen, rennt. Fisch. Das würde ich dringend erledigen, das Zeug. Das ist böse. Aber vor allem sehe ich gerade neue Leute. Ich muss sagen, gerade für Leute, die, die ein bisschen überfordert sind mit vielen Sachen gleichzeitig, ist die Pausenfunktion doch recht angenehm. Genau, der schafft das nicht. Gut. Die schaffen das hoffentlich auch nicht. Sehr gut. Perfekt. Ja gut, also halten können wir das auf jeden Fall. Was ich hingegen sehr gern hätte, mal ein bisschen mehr Nahrung. Leute. Oder wir kaufen uns natürlich auch die Nahrung, das wird auch gehen. Gott, wir kaufen uns schnell die Nahrung. Es ist zwar teuer, aber wir haben quasi unendlich viel Gold. Na gut, wir haben auch fast unendlich viel Nahrung. So, kommt. Holen uns das Update, das ich haben möchte. Gut. Dann hat es noch so ein ultra teures für die Paladine. 1300. Aber natürlich, Paladin ist dann doch deutlich stärker als ein Chevalier. Das kann sich doch durchaus lohnen. Ansonsten, ja, natürlich, da haben wir noch ein paar coole Updates, die wir auch holen sollten. Yep. Aber wir sind schon voll. Echt jetzt? Was haben wir denn? Ich glaube, euch sollte es noch ein paar. Genau. Ich glaube, die Bogenschützen brauchen wir nicht. Wirklich. Kommt. Lass den Schwachsinn. Geht weg. Denn ich hätte gerne noch ein paar Triboke, um da Türme in der Zwischenzeit zu erledigen. Und natürlich so tolle Sachen. Tribok kostet uns ja Holz und Gold. Davon haben wir mehr als genug. Dann machen wir mal eins. Oder zwei. Oder ein paar. Dann können wir schon mal ein paar Türme hier erledigen. Auf der Seite. Und
Eigentlich können wir ja auch drüber schießen und dem Gegner seine Produktionsgebäude wegschreddern. Richard ist leer gelaufen, so wie es aussieht. Eieieiei. Da sagt er noch, dass wir zu wenig Truppen haben. Hallo? Okay, ich schätze mal, wir haben keine Steine mehr. So, dann repariert das noch fertig. Klickmann, richtig. Okay, perfekt. Ja gut. Ich würde eigentlich schon fast sagen, Gegenoffensive. Oder so ein leichtes Streicheln des Gegners, dass man sich nicht so sicher fühlt und nicht so wohl fühlt. Na, schon mal die ersten paar Sachen zerstören. Genau, weg damit. Perfekt. Gut, 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 gut. Jetzt ist wieder ziemlich ruhig geworden. Ja, irgendwie kommt der Gegner nicht mehr. Das Nutzen, ja, die Zeit nutzt man natürlich immer aus. Um auch selber voranzukommen. Ganz toll wäre, wenn wir noch ein bisschen Zeit hätten, um wirklich auf 1300 Nahrung zu kommen, dass wir wirklich Paladine haben. Und dann wäre ich schon ganz, ganz glücklich und zufrieden. Ah gut, dann kannst du das lassen. Perfekt. Wunderbar. Dann, mein Lieber, Holzer. Ich würde sagen, ihr lauft viel zu weit. Da können wir ein bisschen näher eine Holzfällerhütte hinklatschen. Genau, und ihr könnt da weiter zu... Oh. Wollte er noch helfen, ne? So wie es aussieht. Ein Paladin aus Damaskus. Tja. Weg mit dir, würde ich sagen. Und ich habe auch gerade was ganz Tolles entdeckt. Ich weiß gar nicht, wann ich gestartet habe mit der Aufnahme. Aber ist eigentlich nicht so schlimm. Auch ernsthaft. Ah, kommt. Gegen zwei Burgen kommt er nicht an. Elefanten sind da eigentlich gefährlicher. Bei euch können wir mal kurz wegziehen. Da kommt wieder ein gegnerischer Angriff, so wie es aussieht. Ah, vor allem muss ich aufpassen, dass er nicht schon wieder da seine blöden Mangen hinschickt. Die sind mühsam. So, wieder zurück zu den Priestern. Haben wir was verloren? Ja, scheinbar haben wir noch ein paar Leute verloren. Aber nicht so schlimm. Können wir wieder aufbauen. Also, und dann geht es wieder in den Angriff. Ich würde sagen, aber sowas von. Sowas von. Ach du Heilige! Wie viele von den Drecksdingern hat der Typ denn? Er will uns auch noch flankieren, der Fiesling. Er will an uns vorbei. Tja, das kannst du gut vergessen, ne? Genau. Genau, so sehe ich das auch. Wollte er jetzt eigentlich gerade unsere Markkarren angreifen? Das wäre ja richtig frech. Ach du. Ihr kennt's eigentlich. Nein, bleib da. Ach du. Reparieren bitte. Die Burgen sind unsere Lebensversicherung. Die müssen bleiben. Okay, aber jetzt. Jetzt ist sein Angriff hoffentlich zu Ende. Oh, und ich sehe gerade Paladine. Sowas von. Auch wenn wir Nachschub bauen sollten, ist mir egal. Wir holen zuerst mal die Paladine.
So, ihr rollt da mal frisch und fröhlich rüber und macht mal irgendwas kaputt. Was haben wir eigentlich verloren? Eigentlich nichts. Wow, geil. Das ist ja schön, schön, cool. Sehe ich gerne. Also, dann ganz coole Sache. Wenn wir hier die zwei Sachen wegmachen, dann gehört das Gold quasi uns. Das finde ich super. Und eigentlich könnten wir auch ganz frech mit unseren Reitern da auch noch die Bauern jagen. Was machst du? Ah ja gut, nein, 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 er geht ja auf das da, egal. Das wird ja repariert. Puh, die Burg hat aber auch was abgekriegt. Aber nicht so schlimm. Denn das schadet natürlich seiner Wirtschaft. Also der gegnerischen. Einfahren, würde ich sagen. Ah gut, wir können auch kämpfen. So ist es ja nicht. Wir können ja gut nachbauen. Sofort mal zuerst weg. Haben wir noch irgendwas verloren? Nee, nichts. Das ist... sieht nicht so aus. Gut. Wir können noch ein paar Updates legen noch drin. Sowas wie Plattenpanzer für unsere Pikeniere. Und dann auch noch Panzer für unsere Reiter, dann nicht schlecht. Ich glaube, du kommst mal mit. Und wirst von Burgen und... ah, fällt uns wieder Schein. Burgen und Pikenieren auseinandergenommen. Oh, ihr Fieslinge. Ihr habt uns gefunden. Na gut, dann macht wenigstens noch ein bisschen Schaden. Och, Fisch, 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 Fisch. Na, wartet mal. Ich glaube, ihr müsst mal sowas zerstören. Ach du, ja, wartet mal hier. Ich glaube, es kommt demnächst ein neuer Angriff auf uns zu. Wir können natürlich auch gerne noch einen Paladin haben. Ansonsten haben wir jetzt, glaube ich, soweit alles. Genau, jetzt Angriff, den wir definitiv abwehren müssen. Und auch können, also so schwierig wird er nicht sein. Ansonsten... oh, weg, 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 weg. Das machen bitte die anderen Jungs. Hm. Aber das ist jetzt natürlich ungünstig, dass er einfach alles irgendwie überall hat. Genau, einer noch hier rüber. Ihr seid nicht für Elefanten gedacht. Ihr seid sowas von nicht für Elefanten gedacht. Ich würde sagen, ihr zieht euch zurück und die Jungs machen noch da den Rest fertig. Und wir brauchen definitiv neue. Aber sowas von dringendst. Ansonsten, also... Verteidigung ist eigentlich wirklich einwandfrei, das halten wir. Das Blöde ist, dass wir jetzt natürlich die Woche verloren haben. Das war ein bisschen ungünstig.
Und noch Update für die Pferdchen, genau. Die letzte Panzerung, ansonsten haben wir, glaube ich, soweit alles. Ah, warte mal. Ja, Chemie wäre definitiv auch was. Definitiv. Okay. Aber Leute, soweit ist eigentlich alles da. Und so, wir können uns jetzt dann langsam... Ah, Mann. Ernsthaft? Komm schon. Ich weiß gar nicht, wie ewig zu lang die Folge inzwischen ist. Aber das eine Tribok zerstören wir jetzt noch, bitte. Und da. Ja, aber ich würde sagen, es sieht absolut gut aus für uns. Wir haben einen sicheren Stand und können uns so langsam aber sicher vorwärts prügeln. Und ja, Leute, ich würde sagen, danke fürs Zugucken. Und es würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Also, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.